auf dem ehemaligen Kolonnenweg der DDR-Grenztruppen, die bis zur Grenzöffnung 1989 hier lang gefahren sind und haben hier die Grenze bewacht, um Republikflüchtige zu stoppen. Als Mahnmal ist dieser Grenzturm bei Wendehausen erhalten, als Erinnerung an die unsäglichen Zeiten der DDR-Diktatur. Dieser Beobachtungsturm war in mehrere Etagen unterteilt. Oben saßen die Führungsoffiziere und gaben ihre Befehle an die Untergebenen, die dann per Meldesystem alarmiert wurden, wenn Grenzverletzungen zu bemerken waren. Diese wurden mit Gewalt, auch mit Schüssen, dann gestoppt, um vom Osten nach Westen nicht zu gelangen. Das ist nun Vergangenheit. DDR-Meldeturm bei Wendehausen als Mahnmal gedacht und zur Erinnerung an die unsägliche Grenze zwischen Ost und West, früher Zonengrenze.